Dies ist kein Traum. Kein Traum. Wir benutzen das elektrische System Ihres Gehirns als Empfänger. Es ist uns nicht möglich, durch bewusste neurale Interferenz zu übertragen. Sie empfangen diese Transmission als einen Traum. Dies ist also doch ein Traum, wenn ich es mir recht überlege. Aber egal. Wir sollten dies aus dem Jahr 2.02. Hallo und herzlich willkommen zum fröhlichen Halloween Special. Ja, und zwar sind wir jetzt hier in den Bergen beim Strip Mining auf ein paar Bauteile gestoßen. Und unsere elektrische Küche ist auch schon fertig geworden. Die müssen wir noch anschließen an die Stromversorgung. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. So zum Beispiel. Und irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht von H.P. Lovecraft, der ja eigentlich unser Erzähler ist hier, aber irgendwie passiert ja nichts, außer dass uns Wölfe angreifen. Und vielleicht ist er verbuggt in der Version hier. Soll ich lieber reiner Zufall nehmen? Ich meine, es ist der vorletzte Tag Halloween-Special. Ich meine, ich könnte ja Sonntag noch einen dranhängen, aber ist nicht mehr viel Zeit für spektakuläre Aktionen. Und das Spektakulärste, was hier passiert ist, wäre die spektakuläre spontane Selbstentzündung von Bench. Und das war am Anfang der ersten Folge. Also vielleicht ist der gute HP nicht mehr ganz so hyper, wie er mal war. Sollen wir mal reiner Zufall nehmen? Ich glaube, wir nehmen mal reiner Zufall. Nehmen wir reiner Zufall. Und stellen wir mal auf Verlieren macht Spaß. Ich glaube, ich werde das bereuen. Aber wie gesagt, das ist hier, ja. Wie gesagt, Verlieren macht ja Spaß. Okay. Gut. So, um das Ganze dann nochmal ein bisschen weiter interessant zu machen, machen wir hier mal diese Forbidden Knowledge Center aus Holz, wo wir so Cthulhu-Sachen recherchieren können. So. Wir haben einen so ein... Ah, warte, das geht gar nicht so. Ich muss den nehmen. Haben wir Kalkstein, haben wir, ne? Ja, Kalkstein. Ungünstige Temperatur, okay. Markus holt die Bauteile. Stellen wir mal auf schneller. So. Jetzt könnten wir hier ein Kühlaggregat bauen. Ich weiß nicht, ob eins reicht. Aber eins können wir uns bisher nur leisten. Hm.
Der Raptor ist scheinbar nicht so gut im Bauen, aber Mühe geben tut er sich. Oh ja, das ist super, super schlecht. Und das dauert ewig hier. Das ist unglaublich, wie ewig das dauert. Und alle haben schlechte Laune. Ist ja bei dem Wetter auch kein Wunder irgendwie. Wundinfektion. Jefim ist an Wundinfektion erkrankt. Die Infektion trat in folgendem Körperteil auf. Linkes Bein. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Sorge dafür, dass Jefim eine vernünftige Behandlung bekommt und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt, um schnell wieder gesund zu werden. Okay. Ja, da ist er. Okay. Meine Güte, das dauert ja ewig, dieses scheiß Ding zu bauen hier. Occult beginnings! Stirred with new possibilities, our colonists have caught some interest in recent occult events. Their beliefs can be tracked in the needs menu. This belief will slowly decrease over time. Using occult research, you can strengthen the cult and beliefs of your colonists until they found a cult of their own. Okay. Erlauben wir das mal. Sollen die mal machen, was sie wollen hier. Solange ich hier noch forsche. Okay, gut. Ich höre schon auf. Was ist mit Kerstin los? Oh, Knochen. Jede Menge Knochen. Vielleicht können wir doch noch einen Knochendrohnen bauen. Obwohl 1000 Knochen haben wir noch nicht. Zwei von deinen Kolonisten sind an der Grippe, auch das noch erkrankt. Stell sicher, dass alle Betroffenen medizinisch bladibladibla. Nuno und Carsten. Okay, das ist sehr merkwürdig, Parallelwelt. So, alles gut verbunden, sehr gut. Oh, wir können noch zwei davon bauen, sehr gut. Rup, rup, rup. Zap, zap. So, hoffentlich reicht das dann. Also irgendwie die Sitzgruppe hier. Gucken wir mal, ob wir Knochenstühle. 150, meine Güte. Das heißt, wir können uns einen davon leisten.
Was haben wir denn für Material, wo wir Möbel draus bauen können? Marmor. Marmor. Ist ja noch eine Menge. Ja klar, Markus baut den Knochenstuhl. Was nur ich kann den haben. Bin der Einzige, der okay ist mit dem Knochenstuhl. Wo sind die Ereignisse? Außer, dass die Leute krank werden. Das macht doch alles keinen Spaß hier. Ich habe auf den schwersten Schwierigkeitsgrad gestellt und nichts passiert, außer, dass die Leute schlechte Laune haben. Und, Wir senden dies aus dem Jahr 2029. Sie empfangen diese Transmission, damit sie die Ereignisse verhindern können, die sie sehen. Ja, großartig. Okay. Jetzt ist es schon wieder passiert. Ich bin schon wieder rausgeflogen aus dem Aufnahmeprogramm. Ja, und als ich versucht habe, neu aufzunehmen, und irgendwie geschätzte 3,5 Minuten weitergespielt habe, hat er nicht aufgenommen. Ja, also quasi die Tücken der Technik hier mit dem OBS. Wie ihr seht, gibt es hier schweren Zusammenbruch, schweres Zusammenbruchrisiko. Das liegt daran, dass ein psychisches Brummen alle weiblichen Kolonisten mit Furcht und Wut erfüllt. Dann sind hier ein paar Leute hungern und Jefin hatte einen Blutrausch und wollte Markus umbringen. Das wäre natürlich toll, wenn wir das jetzt on camera gehabt hätten, aber und da halt nicht. Also da passiert mal was und dann habe ich es nicht aufgenommen. Tut mir leid. Was passiert ist, die drei haben in der Mine gearbeitet, als Jefin dann den Blutrausch hatte und versucht hat, Markus umzubringen, und die haben sich mit ihren Ellenbogen-Powerklingen gekloppt. Und dann ist Nussi gekommen und hat Jefin ins Gefängnis gebracht. Und zwar relativ ohne irgendwelche Probleme. Und da ist er jetzt mit noch jeder Menge Bisswunden, einer Wundinfektion und nur noch mittleren Schmerzen. Also vielleicht hat Jefin sich jetzt ein bisschen, wie sagt man, eingekriegt. Cool. Okay. Du bist untätig, dann kannst du mal... Warum bist du untätig?
Kannst du mal handwerken, wenn du untätig bist. So. Okay. Geht doch. Und du brauchst eine Behandlung. Ach so, das hat sie sich jetzt schon selber verbunden. Okay. Roter Nebel. Ob der Thronsaal jemals fertig wird. Katatonisch Kerstin. Kerstin-Ingenieurin hat einen kompletten Nervenzusammenbruch und ist in einem katatonischen Zustand. Sie wird sich in ein paar Tagen wieder erholen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war unterernährt. Okay. Eieiei. So. Jetzt hungern alle hier. Okay. Nussi gibt Jefin die tote Ratte zu essen. Okay, man hätte sie ja wenigstens zubereiten können. Maschinenreste. Sehr gut. Wutanfall Nussi, um Gottes Willen. Nussi hat einen Wutanfall. Er wird seine Wut an den Objekten in seinem Raum auslassen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösungsfaktor war sehr unterernährt. Er geht jetzt extra zu seinem Zimmer, um Sachen kaputt zu machen. Okay. Nein! Schöne Knochenkommode! Nunu ist rasend vor Wut. Sie wird jeden in Sichtweite angreifen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösefaktor war sehr unterernährt. Markus hatte einen Zusammenbruch und wird versuchen, andere Gefangene dazu zu überreden, auszubrechen. Markus? Markus ist doch kein Gefangener. Was? Wow! Nuno verhaut den Schleim! Ah, okay. 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 Kerstin. Ach, Markus kann auch nicht. Oh, yeah. Muss ich halt mal. Warte mal, Nussi ist da, aber Nussi. Nehmen wir Raptor, Raptor. Was? Wo läufst du hin mit ihr? Okay, Grippe leicht versteckt, Unterernährung leicht, Hitzeschlag beginnt, Prellung Red Goo Arme mal 3, Prellung Red Goo Arme mal 2, Bruch Red Goo Arme, Prellung Red Goo Arme, Bruch Red Goo Arme, Prellung Red Goo Arme. Okay, also das
Ist jetzt nicht so gut gelaufen, sag ich mal. Gefängnisausbruch? Du bist kein Gefangener! Nein, Markus! Oh, Scheiße! Okay. Oh, fuck. Wen haben wir denn jetzt überhaupt noch alles da? Dann versuchen wir mal hier Markus zu retten. Was soll's? Shit, shit, shit. Tod in 16 Stunden. Was machst du? Ich glaube, die sind alle verrückt geworden hier. Es wäre eigentlich schön, wenn das morgen passiert und nicht heute. Und es wäre schön, wenn das später passiert wäre, weil ich habe, glaube ich, gerade mal erst 20 Minuten gespielt heute. Und alle liegen am Boden. Mal gucken, vielleicht erholt sich noch jemand. Dass wir weiterspielen können. Mysteriöser Fremder. Verwandtschaft. Ist nicht zu fassen. Wo immer es Ärger gibt, taucht der mysteriöse Fremde auf. Wird er das Problem in diesem Gebiet lösen können? Peres hat eine Beziehung zu einem Kolonisten. Er ist Nunus Bruder. Natürlich. Natürlich. Oh, fuck. Peres. Der mysteriöse Peres. Wat? Antiker Schrein. Als Peres sich der antiken Wand nähert, überkommt ihn eine unheilvolle Vorahnung. Er ist sich nicht sicher, warum, aber er spürt, dass das in dieser Verschaffung hier eine große Gefahr ist. Okay, können wir mal gucken, ob Peres uns die Leute retten kann hier. Wo waren die nochmal hier unten? Wie geht's Nunu? Gut. Mittlere Unterernährung, ja. Ist das eine Scheiße hier? Wenigstens die Käfer sind auch alle. Sehr gut. Wer ist der Raptor ist der medizinische Notfall?
Wir gucken erstmal nach, wie es uns angeht. 3 Stunden, Tod in 3 Stunden, Tod in 5 Stunden, Tod in 3 Stunden. Ich sag mal, ich liege am nächsten dran. Wie geht's, Markus? Tod in 12 Stunden. Markus, geht's am besten? Carsten ist gestorben! Der RIP Carsten! Oh je. Yeah. Oh toll, die Ernte verbrennt. So, kannst du mich behandeln von Heiko erfolgt bereits. Sehr gut. Raptor ist tot, okay. Ich bin tot. Quest fehlgeschlagen. Okay, weißt du, was du dann machen sollst, lieber Perez? Dann rette mal bitte Markus. Obwohl Nussi ist, glaube ich... Ah, Nussi ist tot. Tut mir leid. Nussi stirbt innerhalb von den nächsten 10 Minuten oder so. Also retten wir mal lieber Markus. Ach, da unten läuft die Königin noch rum von den Scheißinsekten. Wundinfektion, wer? Nussi. Okay. Ja, sag ich doch. Nussi ist tot, bevor er überhaupt da wieder hinkommen konnte. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Markus, klar. Klar, dass Markus ein medizinischer Notfall ist. Okay, jetzt liegt der Markus in das Bett, wo meine Leiche schon drin liegt. Aber immerhin, Markus ist, hat so ziemlich jeder Knochen ist gebrochen. Und es wird ein paar besonders eindrucksvolle Narben geben, denke ich mal. Aber ansonsten überlebt er immerhin. Wie geht's Nuno? Ja, schwere Unterernährung, ja. Hier wächst nichts. Das ist ein bisschen das Problem. Wir kriegen hier normalerweise hätten wir schon 2-3 Ernten gehabt, aber hier passiert ja nichts. Ach je. Wenig Medizin, ja. Dann würde ich sagen, bevor alle tot sind, soll es das gewesen sein für heute. Ich glaube, es ist ja dann doch noch genug passiert, auch teilweise in Abwesenheit. Und ja, dann morgen geht's weiter mit dem Finale, wo alle wahrscheinlich verhungern. Aber schauen wir mal. Okay, drückt den Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal und ich weiß nicht, schreibt einen Kommentar. Keiner schreibt Kommentare hier auf diesem Kanal. Wäre nett, wenn irgendjemand mal einen Kommentar schreibt, außer meine Schwester. Obwohl, wenn du das siehst, danke Michaela fürs Kommentar schreiben. Und ja, dann bis morgen vielleicht. Ja, wir sehen uns.
Dies ist kein Traum. Kein Traum. Wir benutzen das elektrische System Ihres Gehirns als Empfänger. Es ist uns nicht möglich, durch bewusste neurale Interferenz zu übertragen. Sie empfangen diese Transmission als einen Traum. Dies ist also doch ein Traum, wenn ich es mir recht überlege. Aber egal. Wir senden dies aus dem Jahr 2029. Sie empfangen diese Transmission, damit Sie die Ereignisse verhindern können, die Sie sehen. Unsere Technologie hat keinen Transmitter entwickelt, der stark genug ist, ihr bewusstes Denken zu erreichen. Aber dies ist kein Traum. Was Sie sehen, ist tatsächlich, und Sie sehen es, um die Kausalität zu brechen.